Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne mehrere Leute, die derzeit Jobs suchen. Vielleicht sucht ihr selbst auch gerade Jobs. Und das Problem bei Jobs ist, die wachsen nicht auf Bäumen. Ganz im Gegenteil. Sie sterben aus. Jobs wie Hufschmied. Wenn man halt als Hufschmied tätig sein will, muss man den Umweg über Schlosser machen. Oder irgendein Metallberuf. Und dann ist es auch nicht sicher, ob man noch den klassischen bärigen Ding, Ding, Denk Hubschmidt machen kann. Genauso wenig ist die Blümlerin. Ein wirklich fantastischer Beruf, den ich bis vor 10 Minuten noch gar nicht kannte. Aber ich kann heute eine Welt ohne die Blümlerin gar nicht mehr vorstellen. Und trotzdem ist sie so gut wie ausgestorben. Für die, die es interessiert, Blümlerinnen machen Blumen. Kunstblumen. Aber ein grindiges China-Plastik-Klumpert. Na, aus Seide und Taft. Was auch immer Taft ist, es wird verwendet, um Kunstblumen zu erzeugen. Schauen aus wie echt, verstorben wie Sau und kein Schwein weiß, warum man es braucht. Aber es war mal eine richtige Industrie und es gab viele. Ich lege meine Hand mal ins Feuer und sage, Frauen, die diesen Beruf gemacht haben, heute braucht keiner mehr eine Blümlerin. Das Gute ist, es gibt auch Jobs, die neu erfunden werden. Und einen dieser Jobs, den ultimativ besten, mega geilsten Männerjob, habe ich vor kurzem entdeckt. Mabache TV. 45 Minuten lang. An Frauenbrüsten rumkneten. Geil, oder? 45 Minuten lang an Frauenbrüsten rumkneten und das ist ein Job. Wo kann ich unterschreiben? Richtig, viele von euch glitschen schon, aber es wird noch besser. Es wird noch besser! Also, 45 Minuten lang an Frauenbrüsten rumknabbern, sage ich schon. Nein, es ist ein anständiger Beruf. Frauenbrüsten. Also, Tipp für Vlogger. Ihr seht jetzt die Assistenten eben hinter meiner Kamera sitzen und da wird jemand zum Lachen anfangen. Müsst ihr auch lachen. Anyway, 45 Minuten lang an Frauenbrüsten rumkneten. Die Frauen kommen freiwillig zu euch. Sie warten, bis sie dran sind. Sie bezahlen dich dafür. Geiler Scheiß. Und als Kirsche obendrauf mit am Tupferl. Schlago was dazu. Man rettet Leben. Geil, oder? Das Ganze nennt sich MTU, medizinische Tastuntersucher. Ist angesiedelt in der Vorsorgeuntersuchung Brustkrebsfrüherkennung. Derzeit machen diesen Job leider nur Frauen. Und deshalb Emanzipation ist hier gefragt. Oh, habe ich erwähnt, dass es einen winzigen Haken gibt? So ein Es ist ein Job für blinde Menschen. Natürlich ist das nicht generell gesehen ein Haken an der Sache, aber für alle nicht blinden Menschen ist es ein kleines Problem. Und bitte nicht eure Zigaretten jetzt in den Augen ausdrücken, damit ihr schnell blind werdet. Denn es ist schon ein bisschen komplizierter. Der Grund dafür ist auch ganz einfach und einleuchtend. Blinde Menschen haben aufgrund des fehlenden Sehvermögens die anderen Sinne etwas mehr ausgeprägt und unter anderem den Tastsinn. Und durch das erhöhte Tastvermögen oder die erhöhte Sensibilität in ihren Fingern können sie bei der Brustkrebsuntersuchung kleinere Knoten ertasten. Bisher machen diesen Job vorwiegend Frauen. Darum ist es Zeit für Emanzipation. Denn es gibt auch männliche Frauenärzte. Natürlich machen Frauenärzte diese Untersuchung auch. Frauen bis zum 50. Lebensjahr, glaube ich, bekommen eine Tastuntersuchung zur Vorsorge von Brustkrebs. Die Frauenärzte tasten normalerweise ihre Patientinnen ab. Das Problem ist, die guten Herren schaffen Brustkrebsknötchen in dieser Größe ungefähr, so Kirschkerngrößenmäßig. Das kann ein durchschnittlicher Arzt ertasten. Ein spezialisierter MTU schafft aber diese Wuzi-Wuzi-Wuzi-Mini-Knötchen. Das heißt, die kann die Person ertasten. Somit kann der Krebs früher erkannt werden. Die Behandlung ist effektiver und der Patient ist schneller wieder gesund. Darum ist dieser Beruf eigentlich ziemlich cool. Nicht nur das Leben gerettet werden, sondern es gibt blinden Menschen und sehschwachen Menschen die Möglichkeit, richtig geil vollwertig zu arbeiten, sich selbst damit zu erhalten und nebenbei noch richtig was Gutes zu tun. Also eigentlich wirklich ein geiler Job. Zeit wäre es für die Männer, aber es ist noch nicht aller Tage Abend. Denn auch wir Männer haben den einen oder anderen Krebs, den wir vorsorgetechnisch untersuchen lassen sollten. Ich mache nur so. Und wer weiß, vielleicht gibt es auch bald blinde Männer, die Männer untersuchen bei ihren Krebsvorsorgeuntersuchungen. Wer weiß. Jetzt ist es so, dass in Österreich gerade der erste Schwung ausgebildet wird. Und wenn ihr Frauenarzt seid oder Frauenärzte kennt, oder ihr seid eine Frau, die einen Frauenarzt hat, dann geht zu ihm, schlagt ihm mal vor, hey, schon gehört,
MTUs. Er soll sich eine auschecken, denn ist eine gute Sache und rettet Leben. In diesem Sinne rette ich euch jetzt vor mir und wünsche euch ein schönes Wochenende. Habt es sein, vergesst nicht am Montag, der Montag wird. Ansonsten sehen wir uns wieder am Freitag. Und wenn ihr ganz lieb zu mir seid, lasst mir ein Abo da. Danke, schönes Wochenende.